Ja, hallo. Die Top 4 des Thrash Metal, ja. Das ist hier die Frage. Also es gibt ja da diese Konzerte, die sie gemacht haben, die Clash of the Titans, die vier größten Thrash Metal Band. Das waren ja Metallica, Megadeth, Slayer und Anthrax, ja. Jetzt Slayer ist ja nicht mehr aktiv, leider. Also sind es nur noch drei. Dann ob Metallica eine Thrash Metal Band ist, da könnte man auch noch drüber streiten, ja. Aber Metalbands sind sie auf jeden Fall, aber lassen wir das mal so sein. Und Megadeth ganz sicher Thrash, ganz sicher. Und Anthrax auch. Jetzt ist die Frage, also ich würde mal sagen, Metallica und Megadeth sind gesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist noch Anthrax und eben ein freier Platz. Dieser eine freie Platz, da ist jetzt die Frage, wem würdet ihr diesen freien Platz geben? Also ich würde jetzt mal sagen, für meine Dafürhalten wären das Testament. Ja. Die sind schon lange aktiv, spielen wirklich Thrash, sind ihrer Linie treu geblieben. Und die gehören meiner Meinung nach hier dazu. Ganz einfach. Testament, Megadeth, Metallica. Dann wäre noch Anthrax. Ich finde Anthrax nicht schlecht. Mir gefallen auch ein paar Songs von ihnen, aber ich finde einfach, ah, wie soll ich das sagen? Anthrax passen hier irgendwie nicht so dazu. Die sind irgendwie so ein bisschen die. Nicht Exoten, kann man nicht sagen, aber irgendwie, die haben ja auch so ein bisschen Crossover gemacht und so, aber ich finde, die gehören hier nicht wirklich richtig dazu. Obwohl sie eine tolle Band sind, und das ist keine Frage, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich würde jetzt da, anstatt Anthrax würde ich jetzt mal, was würde ich sagen, ja, Exodus oder Death Angel einsetzen. Oder Metal Church, ja. Einen von diesen bei drei Bands würde ich einsetzen, anstatt Anthrax. Aber das ist nur meine Meinung. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Die vier besten Thrash-Metal-Bands, welche sind das? Würde mich interessieren. Okay, das war es eigentlich schon. War nur mal so ein kurzes Video diesmal, ein kurzer Gedanke und so. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.